Die Early Birds sind schon wieder unterwegs. Wir haben zwar erst kurz vor 8:30, aber bei diesem schönen Wetter können wir einfach nicht ruhig im Bett liegen bleiben, sondern müssen einfach los. Wir hatten am Vortag hin und her überlegt, ob wir hier tanken sollen, weil es hier am Kanal direkt eine Tankstelle gibt, wo im oberen Bereich auch eine Autotankstelle normal dran ist. Die sind meistens etwas günstiger als normale Schiffstankstellen. Haben uns aber doch dazu entschlossen, nicht zu tanken, obwohl es sehr günstig war für 1,90 Euro der Liter Diesel. Da wir aber noch 600 Liter Diesel im Tank haben, haben wir es dann doch nicht gemacht und fahren einfach weiter. Das ist doch wohl ohne Worte. Gibt es etwas Schöneres, als bei diesem wunderschönen Wetter durch dieses spiegelglatte Wasser zu fahren? Natürlich ganz langsamer Fahrt, damit man es auch besser genießen kann. Mark und Dintlern haben vielen verschiedenen Stellen Anlegemöglichkeiten für Schiffe. Viele sind ohne Landzugang, einige aber auch mit Landzugang. Und sie sind komplett kostenfrei.
Mit unserem alten Schiff mussten wir hier immer weiter geradeaus fahren, über die Dintel, bis wir schließlich bei Dintelsass in den Folkerak kamen. Mit unserer Pandora können wir jetzt hier links in den Markfleet-Kanal fahren. Da hätten wir mit unserem anderen Schiff natürlich auch reinfahren können. Allerdings wird es dann hinterher zur Sackgasse. Wir biegen dann vorher noch über Steuerbord in die Rosendalsche Fleet. Da können wir jetzt durchfahren, da unsere Pandora mit ihren knapp 3 Meter Höhe unter den Brücken herpasst. Die Einfahrt in die Rosendalsche Fleet liegt direkt vor uns. Dort fahren wir immer besonders langsam, weil es da am Anfang vor allen Dingen nicht so besonders tief ist. Wir haben da meistens so um die 90 Zentimeter noch unterm Schiff. Das reicht natürlich im Grunde genommen aus, aber da wir im Moment überall so wenig Wasser haben, sind wir uns dieses Mal nicht ganz so sicher, ob es für uns reichen wird. Deshalb erstmal ganz langsam vortasten. Auch hier gibt es immer mal wieder ein paar Anlegemöglichkeiten. Auch diese hier sind kostenlos. Man kann sich sogar so ein ganz kleines bisschen die Beine vertreten. Man kommt nicht weit. Davor ist so ein kleines Wiesenstück. Da drum ist Zaun. Und da kann man so ein paar Kringel in den Rasen wahrscheinlich nur laufen. Aber so zum Festmachen und vielleicht mal auf der Wiese mit dem Stuhl sich breit machen, das würde dann schon gehen. Wir nähern uns der ersten Brücke mit 3 Meter Höhe. Peter hat jetzt gerade unseren Höhenpeilstab montiert. Den haben wir uns neu zusammengebastelt. Wir wissen zwar, dass diese Brücke, wo wir jetzt runterherfahren, passt. Allerdings, da dieser Stab neu ist und wir nicht genau wissen, ob er die richtige Höhe hat, wollen wir ihn einmal ausprobieren. Er ist im Grunde genommen so abgemessen, dass er etwas höher als unsere Dachkante ist. Heißt, wenn wir an eine Brücke kommen, die nicht ganz passen sollte und der Peilstab würde die Brücke berühren, hätten wir noch einige Meter Zeit, das Schiff anzuhalten und uns nicht direkt unser Steuerhaus kaputt zu fahren.
Ja, es ist nur eine Handbreit Platz über dem Peilstab. Was wir jetzt allerdings nicht bedacht hatten, war, dass wir im Moment unser Stand-Up-Paddling-Board auf dem Dach noch liegen haben. Es passt gerade so eben, sagen wir es mal so. So ein paar Zentimeterchen waren da noch. Ansonsten hätten wir unser Board wahrscheinlich in der Steenbergse Fleet gelassen. Es durfte mit. Es ist deutlich voller auf dem Wasser geworden. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt schon ungefähr 11 Uhr haben. Da sind natürlich deutlich mehr Leute schon unterwegs als so früh morgens. Aber wir haben ja bald unser Ziel erreicht und können dann festmachen und können dann im Regen treiben, von unserem Liegeplatz aus zuschauen. Wir haben unser Tagesziel fast erreicht. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo wir festmachen können. Laut unserer Papierkarte, die zugegebenermaßen schon ein paar Jährchen älter ist, müsste hier vor der Schleuse, vor der offenstehenden Schleuse, noch freie Liegeplätze sein, die nicht zum Yachthafen gehören. Ob es die noch gibt, wissen wir jetzt nicht genau. Ansonsten sollen noch freie Liegeplätze hinter der Schleuse sein. Auch da müssen wir dann mal gucken, ob es die überhaupt noch gibt. Also hier vorne an der Wiese darf man nicht mehr festmachen. Das war wohl früher mal so. Auf der Backbordseite, auf der Steuerbordseite haben sie jetzt neue Steganlagen, so kleine, gemacht. Da darf man allerdings nur über Tag liegen und nicht über Nacht. Jetzt müssen wir warten, bis wir bei der Schleuse grün bekommen, dass wir durchfahren können. Und dann müssen wir mal gucken, was hinter der Schleuse ist, ob da jetzt noch Möglichkeit ist, festzumachen. Tja, erst sieht es so aus, dürfte man da nicht festmachen. Auf jeden Fall gibt es Schilder mit einem durchgestrichenen P drin. Allerdings, wenn man sich das genauer anschaut und auch mal vielleicht mit dem Fernglas noch mal genauer hinschaut, kann man sehen, dass da drunter 2x24 Stunden steht. Heißt, man darf an der Wiesenkante festmachen. Jetzt müssen wir nur einmal gucken, wie wir hinter die Poller kommen. Und wir müssen auch erst die Lena, die hinter uns noch herfährt, vorbeilassen. Und dann können wir dort anlegen.
Wie wir jetzt genau da festmachen können, müssen wir mal schauen. Irgendwie sind da so ein paar Pinne im Boden, die sehen aus, dass man da vielleicht festmachen könnte. Ansonsten haben wir aber auch noch unsere eigenen Bodenanker dabei. Die müssen wir dann nur einmal mit dem Hammer in den Boden schlagen und können da unser Schiff auch dran festmachen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein Like sehr freuen oder wenn du uns weiterempfiehlst. Ansonsten kannst du uns natürlich auch gerne noch abonnieren, dann bekommst du immer mit, wenn wir ein neues Video online stellen. Bis dahin, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.